Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer. Also, beim letzten Mal, na, wo ist er denn jetzt? Ich lese im Moment in diesem Band hier, Spirulina, für ältere Menschen, weil ich mich davon angesprochen fühlte als Älterer. Und da habe ich ja schon die ersten zwei Kapitel von besprochen. Und heute soll es um das dritte Kapitel gehen. Vom ersten Kapitel war ich ja nicht so begeistert, da habe ich nur einen Punkt gegeben. Das hieß die Überschrift: Warum brauchen ältere Menschen Spirulina? Im zweiten Kapitel gab es dann drei Punkte für Spirulina platensis, das ist die Überschrift des Kapitels. Und jetzt sind wir im Kapitel 3, Spirulinas wertvolle Inhaltsstoffe. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Für dieses Kapitel gibt es die volle Punktzahl von 5. Das Kapitel hat mich überzeugt. Und ich bin sozusagen begeistert und mittlerweile ein Spirulina-Fan, könnte man sagen. Ich habe gleich hier meine Dosis zu Hause, ja, um Mehrfaches erhöht. Jeden Tag zwei Portionen. 9 Gramm oder so. Ja, einzigartige Substanzen der Mikroalgen. Da führt zum Beispiel Meyer an, dass SOD, also dieses Superoxidismutase, das Anti-Aging-Enzym, und des Weiteren wird das Phycobiliprotein oder Phycocyanin oder so ähnlich. Das C kann man ja wie K sprechen oder mit C, ne? Also dann heißt das Phycocyanin, dann spreche ich das einmal mit K und einmal mit C. Das klingt eigentlich noch am besten. Phycocyanin. Ja, also das scheint ein Wunderstoff zu sein. Der stärkt das Immunsystem, hemmt Krebs, entgiftet den Körper, und so heißt es hier. Dann ist da Vitamin B12 drin, das brauchen wir natürlich auch. Dient auch als Krebsprophylaxe. Dann Chlorophyll, würde den Körper entgiften und das Blut reinigen. Dann sind da Polysaccharide drin, die regulieren den Blutzucker und schützen vor Darmschäden. Dann haben wir eine Gamma-Linolensäure drin, die hemmt vor Entzündungen und regelt die Hormone. Dann sind da Sulfolipide und Glykolipide drin, die helfen gegen Krebs und AIDS. Man glaubt es nicht. Es ist unglaublich. Und ein einziges Aminosäurenprofil, das lindert Schmerzen, sorgt für gute Stimmung, für Ausdauer und baut die Muskelzellen auf bzw. regeneriert. Ja, wenn nur die Hälfte davon stimmt, dann ist der Stoff ja unbezahlbar. Ja, das war also der kurze Überblick am Anfang. Jetzt geht sie im ersten Kapitel, im ersten Unterkapitel heißt es dann: Phycocyanin stärkt das Immunsystem und hemmt Krebs und entgiftet den Körper. Sie präsentiert überall jetzt hier in dem ganzen dritten Kapitel sehr viele Studien aus Indien, Korea, China, Ägypten, also aus der dritten Welt. Und nicht gerade hier von unserer Pharmaindustrie gesponserte Westforschung, sondern ist mehr so eine Exotenforschung vielleicht. So arme Länder, die haben vielleicht auch, konzentrieren sich auf die Stoffe und so, die sie haben, die für sie erreichbar sind. Und von daher haben wir hier sehr viel. Der indische Biophysiker hat was über Spirulina entdeckt, und zwar hat er über das Blausepigment geforscht, und das hilft da gegen Darmkrebs als Vorbeugung. Oder chinesische Forscher forschen an der antioxidativen Wirkung von
Phycocyanin oder die japanischen Fukino entdecken das Phycocyanin die Vergiftung der Niere und damit das Versagen des Organs verhindert und so weiter. Dann hat sie am Ende dieses Unterkapitels nochmal so mit Sternchen das Wesentliche hervorgefasst, was sie vorher so dargelegt hat. Es sind also jetzt hier drei Sternchen beim ersten Kapitel. Da ging es also darum, dass dieses Phycocyanin da die Krebs bei vielen Krebsarten hilft und den auch stoppt und sogar die Bauchspeicheldrüsenkrebs wären schon nach 3 Tagen gestoppt worden. Naja, kann man glauben oder auch nicht, ne? Spirulina, blaues Pigment, entgiftet und schützt die Nieren und Phycocyanin beugt Schwermetallvergiftungen und Leberentzündungen vor. Das ist so die Quintessenz, die Meyer jetzt hier aus dem ersten Kapitel zieht. Dann das zweite Unterkapitel geht um das SOD, das Anti-Aging-Enzym. Superoxid-Dismutase heißt das, ausgeschrieben SOD, Superoxid-Dismutase. Ja, der Körper stellt diesen Biokatalysator ebenfalls her, um sich vor schädigenden Umwelteinflüssen zu schützen. Je mehr sie davon haben, desto länger leben sie, hört, und desto mehr Schutz haben sie vor freien Radikalen wie UV und radioaktiven Strahlen, Chemikalien, Abgasen, Alkohol, Medikamenten, erhitzten Fetten, reaktiven Sauerstoffspezies. Jedoch müssen dem Organismus zur Herstellung dieser SOD, also diese Superoxid-Dismutase, Mikronährstoffe zugefügt werden, wie zum Beispiel Zink, Kupfer und Mangan. Und die liefert hier dieses Spirulina gleich damit. Also diese Anteile sind auch darin enthalten. Dann macht sie noch hier auf einen Alexander Gurwitsch aufmerksam, auf die Sonnenlichtteilchen. Ich meine, davon hat auch die Schatterlova schon gesprochen. Und dann gibt es einen Biophotonenforscher Albert Popp und Marco Bischof und weiß ich nicht und so weiter. Also die Frequenzen des Lichtes und der Farbe werden auch sehr wichtig. Und dann kommen hier noch die Jasmohen, werden hier noch erwähnt. Also Personen, die ohne zu essen leben könnten, angeblich. Ich glaube da nicht so sehr dran, also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Schatterdorfer geht auch so ein bisschen in die Richtung mal an einer Stelle. Ja, Studien zur Aktivität von SOD in Krebszellen haben ergeben, dieser SOD-Spiegel ist bei Bösartigkeit drastisch herabgesetzt. Ja. Eine ausreichende Menge mit von Kupfer, Zink und Mangan ist der Einnahme von SOD-Präparaten vorzuziehen. Also ja, dann haben die versucht, auch so eine Präparate zu geben, aber die haben nicht dieselbe Wirkung. Was man ja oft hat, so, dann nimmst du Vitamine, aber die Vitamine, die helfen gar nicht. Es steht dann darauf, aber die schaden unter Umständen sogar. Tun also genau das Gegenteil, weil irgendwas da fehlt oder irgendwas nicht verarbeitet werden kann oder weiß ich. Dann haben wir hier noch auch Taiwan erforscht Spirulina und die haben
eine Forschungsstudie gemacht zum Muskelaufbau, Sportmediziner aus Taiwan. Und zwar haben sie dann auf die Muskelschäden durch trainingsbedingten oxidativen Stress. Und die Studie deutet darauf hin, dass die Aufnahme von blaugrünen Algenmuskel-Skelettschäden vorbeugt und die Erschöpfungszeit verringert. Also Quintessenz für Meyer aus diesem Kapitel. Erstens, SOD verjüngt und verlängert das Leben. Zweitens, SOD schützt gegen Vergiftung und Strahlenschäden. Und Krebspatienten haben einen geringen SOD-Spiegel. Und Lebensmittel mit SOD aufbauenden Mineralien, Zink, Mangan und Kupfer, Gemüse, Pilze, Haferflocken hemmen Entzündungen besser als diese synthetischen Mittel wie Orgotein. Ja, dann kommen das nächste Kapitel, heißt weitere enzymatische Heinzelmännchen. Also SOD und dieses Phycokyanin hatten wir ja schon, diese beiden, und jetzt kommen noch also weitere. Ja, dann wird hier ein Professor Günther Karl zitiert von ihr. Danach, dieses Bakterium hier, dieses Spirulina-Mikroorganismus, das hat 2000 Gene. Menschen haben etwa 100.000 Gene und dieses Bakterium haben 2.000 bis 3.000 Gene. Und dieses Cyanobakterium besitzt also 3.000 grob geschätzt und 2.000 wären protein-kodierende Gene. Und dann sagte ja, da gäbe es Strukturproteine und Regulationsproteine und so weiter. Also da muss ich dann auch aufgeben. Weiß nicht, was damit gesagt werden soll. Also, was für uns wichtig ist, meint sie, wäre, dass ein hoher Enzymgehalt schont ihre Bauchspeicheldrüse, die im Leben nur eine bestimmte Menge an Enzymen herstellen kann. Ohne Frischkost bzw. Spirulina macht sie rasch schlapp. Ja, nächster Unterpunkt, das fasst sie dann zusammen, dass Spirulina 100 bis 1500 Enzyme herstellen kann und dass Nahrungsenzyme, sagen wir mal, die Pankreas und so, die schuften sich zu Tode, wenn die keine Unterstützung und durch zugeführte Enzyme bekommen und dadurch machen die eher schlapp. Dann sind wir beim nächsten Unterkapitel. Hier geht es um Vitamin B12. Dagegen Blutarmut, neurologische und psychiatrische Symptome wie Kribbeln, Taubheitsgefühl, depressive Verstimmungen. Da lutscht sie dann also auch diese Tabletten täglich. Also die Spirulina gibt sie als Pulver und als Tabletten. Ich habe das als Pulver, weil ich das so besser verarbeiten kann. Aber man kann das dann eben auch lutschen. Ja, am Ende des Kapitels heißt es dann, viel Fettesser sind wegen Übersäuerung von Vitamin B12-Mangel betroffen. Schwäche und Reizbarkeit, Müdigkeit, Depression, Blässe, Kribbel. Sie können einen Vitamin B12-Mangel anzeigen. Und so weiter. Tierische Produkte enthalten im Stoffwechselprozess verwertbares Vitamin B12 und Pseudovitamin B12. Ja, dann nächste Kapitel, Beta-Carotin als Krebsprophylaxe. Ja, die Möhren wieder, würde ich mal sagen. Ja, Professor Yang und sein Team von der Universität in den USA, Connecticut, Langzeitergänzung, Blaualgen und so weiter.
Resümee: Natürliches Beta-Carotin reduziert das Krebsrisiko. Beta-Carotin beugt Haut-, Augen- und Herz- und Kreislaufkrankheiten vor. Dann kommt Chlorophyll, wichtig. Chlorophyll entgiftet und reinigt das Blut. Das grüne Blut, also jetzt war vom grünen Gold die Rede, jetzt ist vom grünen Blut die Rede. Ja. Und dann weist sie darauf hin, dass bei Anämie, also bei Blutarmut, das sehr helfen könnte, die Spirulina. Das grüne Blut erhöht, Resümee von ihr, erhöht den Wert des roten Blutfarbstoffs. Chlorophyll bindet Pestizide, Schwermetalle, Gifte, scheiden sie aus. Ja, nächstes Kapitel geht es um die Polysaccharide. Die regulieren den Blutzucker und schützen vor Darmschäden. Und da gibt es auch wieder Forschungen. Universität Toyama, Japan, tunesische Forscher, Universität Kiel, Kawanashi aus Japan, Akira Tominaga und seine japanischen Kollegen und. Deutet darauf hin, dass uns Spirulina-komplexe Polysaccharide zum Vorbeugen von Darmschäden nützlich sein können. Zusammenfassung: Polysaccharide erhöhen die Produktion von weißen Blutkörperchen und wirken gegen Viren, und das sulfatierte Polysaccharid Calciumspirulan sorgt für Zellflexibilität und verhindert das Andocken von der Viren, und Spirulina beeinflusst die Blutgerinnung. Dann kommen wir zu den Fettsäuren. Die Gamma-Linolensäure hemmt die Entzündung und regelt Hormone. EFA, Essential Fatty Acids. Spirulina enthält 5% Lipide. Gupta und seine indischen Forscherkollegen fanden heraus, dass eine Behandlung mit Spirulina das Osteoporose-Risiko und auch Antidiabetika reduziert. Ja, Zusammenfassung: Spirulinas essentielle Fettsäuren sorgen für schöne Haut und Haare, geregelten Kreislauf, niedrige Fettwerte und gute Gehirnfunktionen. EFA helfen beim Senken der Fettsäure und bei den Gehirnfunktionen. Ja. Und dann kommen jetzt die nächstes Unterkapitel, die Sulfolipide und die Glykolipide wirken gegen Krebs und AIDS. 40% der in Spirulina enthaltenen Lipide sind Glykolipide und etwa 2% sind Sulfolipide. Bei letzten handelt es sich nachweisbar um wertvolle Substanz für Menschen, die an Krebs oder AIDS leiden. Dann berichtet sie hier von einer Studie. Danach ist der AIDS sogar zurückgegangen bei einigen. Und einige sind sogar ganz geheilt worden hier durch eine andere Studie. Ah ja, und dann kommt hier noch so ein Rundumschlag auf die westliche Welt, könnte man sagen. Da zieht sie so ihr persönliches Fazit, weil die Frage war jetzt, werden diese Erkenntnisse von Medizinern genutzt? Und dann schreibt sie, ach woher, total unprofitabel. Am liebsten würden sie Spirulina zusammen mit Silberionen verbieten, da wir in einer Welt leben, in der Ärzte die Gesundheit, Rechtsanwälte die Gerechtigkeit und Universitäten das Wissen zerstören
bleibt uns nur die eigene Information. Ja, das ist ja schon mal eine Aussage, die in dieser Allgemeinheit eigentlich nicht stehen gelassen werden kann. Ja, geben wir unser gutes Geld für destruktive Pharmaka aus, finanzieren wir unsere eigenen Leiden und beteiligen uns am größten Massensterben aller Zeiten. Denn Hormone und Antibiotika in Abwässern werden in Kläranlagen nicht eliminiert. Ja, resümiert diesen Kapitel, da wir uns alle durch Medikamente, Umweltgifte, Fehlernährung und Bewegungsmangel einen Immunmangel erwerben können, sind wir mit dem regelmäßigen Spirulina-Konsum gut beraten. Ja, dann hat die Alge natürlich auch noch Vitamine. Die sind natürlich besser jetzt als die künstlichen. Dann listet sie hier am Ende nochmal die Vitamine und die Bedeutung der Vitamine für die Gesundheit auf. Das sind auch nochmal 10, 15 Seiten. Dann kommen die Mineralien, die Alke und welche Wirkung die haben. Calcium, Chrom und so weiter, Eisen, Germanium, Kalium, Kupfer, Lithium, Magnesium, Mangan. Jod kommt nicht vor. Ist Jod kein Mineral, oder? Das zweite Herz, ja. Und das wäre sozusagen der Schluss. Schluss von Kapitel 3. Wie gesagt, für dieses Kapitel 3 gebe ich volle Punktzahl, 5 Punkte. Das hat mich überzeugt und ich glaube, dass der Inhalt auch tiefer in mich eingedrungen ist und die Bewertung des ganzen Buches ins Positive verschiebt. Wie gesagt, wenn nur die Hälfte davon stimmt, dann ist das schon ein super Produkt. So viel sonst mal von hier gewesen sein und tschüss.